Herzlich willkommen in der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen. In dieser Covid-19-Krise haben wir uns überlegt, wie wir trotzdem im Sinne unseres Gründers weiter dafür sorgen können, dass spannende Diskussionen stattfinden. Wir haben dieses Format hier begründet, das heißt, was kommt danach, wo wir uns Fragen stellen, was nach dieser Covid-19-Krise wohl mit unserer Gesellschaft passiert. Wir haben zu diesem Zweck mit Ökonomen gesprochen, mit Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern, Soziologinnen und Soziologen. Aber ein Blick ist bisher noch nicht zu Wort gekommen und das war ein künstlerischer Blick. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir hier in unserer Reihe Was kommt danach? Jemanden zu Gast haben, der diesen künstlerischen, diesen ästhetischen Blick hat. Ich begrüße Cornelia Bönisch. Cornelia Bönisch hat eine Tanzausbildung, sie ist Tanzchoreografin und künstlerische Leitung eines Theaters, nämlich des Toyhauses in Salzburg. Schönen guten Morgen, liebe Cornelia. Hallo Stefan, freut mich. Auch Cornelia haben wir gefragt, an welches Buch sie in Zeiten wie diesen denkt. Wir haben ganz besondere Erlebnisse, wir haben ganz besondere Erfahrungen, wir haben eigene Ideen und vielen von uns kommen Bücher in den Sinn. Die Robert-Jungk-Bibliothek rezensiert seit ungefähr 30 Jahren die wichtigsten Bücher der Zukunftsliteratur und genau jetzt kommen wir darauf, dass einige dieser Bücher schon viel zu sagen hatten. Aber nicht nur wir kommen auf diese Idee, sondern auch viele unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und Cornelia Bönisch ist auch auf eine Idee gekommen. Liebe Cornelia, an welches Buch hast du denken müssen in den vergangenen Tagen? Ich zeige es euch einfach gleich mal. Das ist das hier. Frederik von Leo Leoni. Es ist der Klassiker der Kinderbuchliteratur, denke ich. Natürlich vermischt sich bei mir da Berufliches und Privates. Ich habe eine kleine Tochter mit 5 Jahren, wo natürlich dieses Buch das perfekte Buch zum Vorlesen ist, auch gerade in der Zeit jetzt, wo man darüber redet, ja, warum dürfen wir nicht rausgehen und was machen wir, wenn wir nicht rausgehen dürfen und so. Und ich, im Toyhaus-Theater sind wir spezialisiert auf Stücke für ganz kleine Kinder, von 0 bis 6 Jahren eigentlich, ja. Und da hat mich das Buch schon immer sehr begleitet als Argumentation, wie sagt man da, als Argumentationskatalog, um das zu rechtfertigen, was wir machen. Also es geht in diesem Buch um eine Mäusefamilie, die sich für den Winter vorbereitet. Und einer von diesen Mäusen sitzt einfach immer nur herum. Und die anderen Mäuse fragen ihn, Frederik, was machst du? Und er sagt, ja, er sammelt. Er sammelt Farben, er sammelt Wörter, er sammelt Licht. Und die Mäuse akzeptieren es erstmal so. Und wie sie dann im Winter alle beieinander sitzen und sie haben dann ihre Vorräte aufgebraucht, also Vorräte von Nahrungsmitteln, also Essen im Sinne von Nahrungsmitteln, kommen sie, und es ist ihnen kalt, dann kommen sie drauf. Ach, da war doch noch was. Frederik, was hast denn du gesammelt? Du hast doch gesagt, du hast das gesammelt. Und dann packt er seine Schätze aus, die er gesammelt hat. Sonnenstrahlen und ein Gedicht und Farben. Und ich glaube, das rettet diese Mäusefamilie dann auch davor, aufeinander loszugehen, wo sie keine Nahrungsmittel mehr haben. Und dieses Nahrungsmittel der Kunst, sage ich jetzt mal, verspeist haben in dieser Zeit. Ja, so ganz kurz zusammengefasst mal. Na, natürlich stellt sich die Frage in Wirklichkeit gar nicht mehr. Warum kommst du auf dieses Buch? Es liegt relativ klar auf der Hand. Welche Parallelen siehst du oder wo siehst du vielleicht auch Abweichungen zu dem, was wir jetzt erleben, im Vergleich zur Geschichte von Frederik? Naja, für mich stellt sich natürlich ganz klar diese Frage von der Digitalisierung der Kunst in der jetzigen Zeit. Das ist ein Thema, das mich sehr umgetrieben hat, jetzt gerade auch, dass ich versuche, also wir im Toyhaus, wir haben uns dezidiert dagegen ausgesprochen, unsere Theateraufzeichnungen online zu stellen. Macht für uns überhaupt keinen Sinn, Videos zu zeigen, die zu dokumentarischen Zwecken aufgenommen worden sind und nicht dafür gemacht worden sind, ins Netz zu stellen oder sonst irgendwie anders zu konsumieren. Und was bedeutet es, Kunst analog zu machen und wohin zu bringen, wenn ich sie
wenn ich eingeschlossen bin? Also wie kann ich im Moment jemanden erreichen mit dem, also wie kann ich jemanden Farben, Klänge und so weiter bringen, wenn wir eingesperrt sind? Also ich kann es nur im Rahmen meiner kleinen Community der Familie machen. Das ist vielleicht ein interessantes Phänomen. Das Ausstrahlen dieser Klänge, dieser Farben, dieser Wörter an viele Menschen wird erschwert, aber man hat mehr Zeit mit Menschen, die einem nahestehen, und man füllt die Zeit irgendwie und plötzlich redet man mit Kindern wieder mehr über Kunst. Glaubst du, das ist ein allgemeines Phänomen oder ist das so ein Mittelschichtsphänomen? Ich hoffe, dass es ein allgemeines Phänomen ist, weil doch die Kinder, wie ich das immer so merke, viel aus ihrer Naivität oder aus ihrer Weisheit heraus viele interessante Fragen stellen. Und wenn das in allen gesellschaftlichen Schichten passiert, was ich glaube, dann ist es gut, dass dann die Erwachsenen mal zum Nachdenken kommen. Und dafür die Zeit vielleicht haben jetzt gerade auch. Glaubst du, ist es allen bewusst, dass es ein starkes Bedürfnis jetzt nach grundsätzlichen Fragen, nach künstlerischen Fragen, nach Wörtern gibt? Oder glaubst du, dass wir im Umgang mit dieser Krise das unterschätzen? Ich denke da natürlich an Unterstützung für Kunst und Kultur. Ich denke da an Öffnungsmöglichkeiten, wo es ja immer so ein moralisches Abwägen gibt. Was muss man zuerst machen? Hast du das Gefühl, dass unsere Gesellschaft das richtig wertschätzt? Also ich glaube, ist eine schwierige Frage, finde ich, weil natürlich bewege ich mich jetzt auch viel in dieser Bubble von Kulturschaffenden und kriege das natürlich mit, dass wie viele von meinen Kollegen plötzlich kein Geld mehr verdienen und dadurch natürlich diese Wertschätzung in Frage gestellt ist. Auf der anderen Seite ist, ich glaube, diese Suche nach der Kunst oder nach dem, was einen auch von der Langeweile vielleicht ablenkt in dieser Zeit, die hört ja nicht auf. Also deswegen glaube ich, ist so eine Grundwertschätzung eigentlich in jedem Menschen da, weil es ein Grundbedürfnis ist. Glaubst du hast dich viel mehr mit Kunst auseinandergesetzt als ich. Glaubst du, das sind so Stresssituationen, die es jetzt ja auch gegeben hat, zumindest in diesen ersten Wochen für viele Menschen sicher bis heute. Glaubst du, dass Menschen in Stresssituationen nach Kunst mehr sogar fragen? So ein Grundinstinkt wäre, man fällt zurück auf die Basics. Aber eigentlich bin ich mir gar nicht so sicher, ob es nicht genau in Stresssituationen einen Rückfall auf früher Religion, heute grundsätzliche Fragen, Philosophie, Kunst gibt. Ja, ich finde es, also ich kann jetzt auch nur noch mal wieder meine Tochter zitieren. Also wir haben das Buch gestern noch mal gelesen und dann hat sie mich so gefragt, ja, warum hat der Frederik nicht einfach auch Nüsse gesammelt? Dann hätten sie länger durch den Winter durchgehalten. Und das finde ich eine ganz essentielle Frage, weil es ich glaube, die Zeitwahrnehmung verändert sich durch Kunstkonsum. Und das ist, also so habe ich es halt versucht, ihr zu erklären, also dass der Winter dadurch kürzer geworden ist in der Wahrnehmung. Es wird ja nicht real kürzer, aber in der Wahrnehmung. Und ob das, naja, ich fange jetzt da ein bisschen an zu stottern, weil es so, natürlich, was ist das, was die Leute jetzt im Moment konsumieren, ist Netflix und so weiter. Ist das Kunst oder ist das Unterhaltung, also wo ist da diese Grenze zu ziehen? Weil das ist natürlich ein großer Need, den die Leute haben. Was wir schon merken, natürlich in Relation zur Gesamtzahl der Bevölkerung ist das wahrscheinlich nicht so dramatisch, aber wir merken schon eine steigende Nachfrage nach Zukunftsthemen, nach grundsätzlichen Fragestellungen, nach Kritik dessen, was man vorher gemacht hat. Also das ist wahrscheinlich ein breiteres Phänomen, als dass jemand sich dann solche Diskussionen wie unsere anhört. Aber es ist, glaube ich, ein breites Phänomen, dass man sich überlegt, diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Wochen, hat doch ein paar Dinge, vielleicht nicht alle, sicher nicht alle, aber ein paar Dinge in Frage gestellt. Und wie man drauf kommt, durch was man es ersetzt, ist ja ein kreativer Prozess, also wo das Künstlerische einen halt, wir sind immer der Job der Künstlerinnen und Künstler, aber Grenzen zu überschreiten, uns neue Bilder zu eröffnen. Vielleicht ist das die Rolle, die Kunst da spielt, und wahrscheinlich ist da ein breiter Kunstbegriff
sehr nützlich. Ja, bestimmt. Also ich glaube auch, ja. Und dass man da natürlich auch über diese Wege der digitalen, also wir haben, was wir ja jetzt im Treuhaus gemacht haben, ist eine große Plakatreihe im öffentlichen Raum. Also das ist unsere Kompensation eines Projektes, das wir eigentlich hatten, das Performance Fiction, wo wir die Frage gestellt haben, was kann die Kunst für die Zukunft tun? Und ja, wir unterstützen jetzt die Leute auf ihrem Weg zum Einkaufen mit Hölderlin-Zitaten. das war unsere Entscheidung, Kunst in der jetzigen Zeit zu machen. Ja, ich finde Hölderlin, finde ich halt, ist natürlich auch sehr passend für die jetzige Zeit, weil er hat sich ja selber eingesperrt oder wurde eingesperrt für über 30 Jahre in einem Turm. Wobei man sagen muss, also wenn man Tübingen kennt, dieser Turm ist sehr idyllisch mit Blick auf den Neckar. Wasser. Genau. Aber natürlich, er hat sich da eingesperrt, deswegen lese ich die Sachen natürlich jetzt auch nochmal anders, wenn ich sie mir anschaue. Und er ist sicher ein sehr zukunftsweisender Schriftsteller und auch einer, der ja sehr viel mit Zeitsprüngen gearbeitet hat. Also er selber hat seine Sachen, also abgesehen davon, dass er sich immer wieder unterschiedliche Pseudonyme gegeben hat, hat er sich aber auch in unterschiedliche Zeiten versetzt. Also hat er unterschiedliche Datierungen gemacht. Von zurückdatieren bis vordatieren. Also 1945 oder sowas hat er irgendwas datiert und irgendwas mit 1700 irgendwas und dann wieder was mit 1300 oder irgendwie so. Also ich habe es jetzt nicht genau, aber also hat was auch was mit Zeitwahrnehmung zu tun. Vielleicht kommen wir jetzt zum dritten Bereich. Was kommt danach? Also bei Hölderlin und bei Leoni sind natürlich diese Themen entscheidend, welche Zeitsprünge es gibt, was als nächstes passiert und was man aus Erfahrungen, aus Konflikten mitnimmt. Würdest du sagen, nach dieser Covid-19-Krise wird sich einiges, alles oder nichts verändern? Ja, ich bin da leider auch ein bisschen pessimistisch. Also ich würde mir wünschen, dass wir echt was daraus lernen. Aber wenn ich dann so Nachrichten lese, wie das mit diesem McDonald's Drive-In, dann ja, wird es mir anders, wo ich mir dann denke, ja, dann... Selbst im Kulturbereich sollten wir uns selbst an der eigenen Nase fassen, weil wir sind jetzt alle darauf, okay, jetzt haben wir so viel absagen müssen, jetzt verschieben wir alles. Also ich weiß jetzt schon von so vielen Sachen, die alle auf den Herbst verschoben werden. Was werden wir im Herbst für ein Überangebot haben an Kulturveranstaltungen? Also ich bin dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber von diesen Verschiebungen. Also wir sollten irgendwie da mehr draus lernen, gerade wir Kulturschaffenden. Mhm. Und uns fragen, was ist wirklich noch wichtig zu verschieben? Ist es wichtig, diese Produktion zu verschieben? Ja oder nein? Frederik würde wahrscheinlich aus der Höhle herausgehen und wieder gemütlich beginnen, Wörter, Farben und Sonnenstrahlen zu sammeln. Ja. Aber es ist halt in einem natürlichen Rhythmus. Wahrscheinlich ist genau das der Unterschied zu dem, was du aufgebraucht, die Wörter sind aufgebraucht, dann kommt wieder die Sonne, man geht wieder raus, man sammelt wieder. Also ich glaube, wir haben, ich finde es lustig, es geht heute bei unserem Gespräch sehr viel um Zeitwahrnehmung. Also dieses, dass wir eigentlich, dass wahrscheinlich uns momentan die Zeitwahrnehmung, dass da irgendwas schiefläuft im Moment. Bei uns Menschen. Ich glaub, diese natürlichen Rhythmen nicht mitleben. Wie man so dreht und wendet, wir scheinen, aber wenn wir die Gegenwart kritisieren, uns mit einem riesigen Stress wieder ins Normale zurückzubewegen, nämlich jetzt muss schnell alles geändert werden. Andere wollen schnell das Idente machen, was sie jetzt nicht machen haben können. Vielleicht wirklich die Zeitfrage zu stellen wäre. Cornelia Bönisch, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Cornelia Bönisch hat in der Reihe Was kommt danach mit uns darüber gesprochen, was Frederik tun würde. Frederik ist
eine Figur aus einem Kinderbuch von Leo Leoni. In der Reihe Was kommt danach? Werden wir weitere Gespräche führen. Wer Interesse hat, was Soziologinnen und Soziologen, Politikwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftler und andere bisher in Büchern über die Zukunft gesagt haben, kann einmal nachschauen. Es gibt bei uns einen Fundus unter prozukunft.org, wo wir circa 5000 Zukunftsbücher kurz zusammengefasst haben. Wer da mal stöbern will, kann das jederzeit tun. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir friedlich und ruhig über die nächsten Tage, Wochen und Monate kommen.